Hallo Leute, ich heiße euch willkommen zu Part 3 von Let's Replay Max, The Curse of Brotherhood. Und wir sind jetzt immer noch hier und müssen diese beiden Dumpfbacken hier, ich nenne es jetzt mal, überlisten. Aha. Wham. Aha. Den hätten wir erwischt. So, jetzt müssen wir gucken. So, das hätten wir geschafft. Gut. Und das ist hoffentlich ein Ast. Jawohl. Die Kräfte des Waldes. Das war knapp. Liebes Spiel, wolltest du mir das sagen? Okay. Also ich sehe hier mal keinen. Nur den hier. Nee. Ah, muss ich den... Maybe if I draw it like a hula hoop. Hula loop. Okay. So vielleicht. Hilft das? Oh nee. Das sah so gut aus. Ich hätte nur springen müssen. Er bleibt bei seinem Vorsicht, Max. Nein. Ah, hat geklappt. Yes. Okay, das ist mal relativ einfach. Oh. Eine von Mustachios Handlangern. Ah. Ich denke, da muss ich was blockieren. So, was machst du da unten? Sorry. Ja. Wirklich sorry. So. Oh, wieder ein Froschgesicht. So. Was geht hier ab? What should I do? Wahrscheinlich sowas hier. Und jetzt können wir den hoch. Ob das klappt? Sieht gut aus. Und damit uns keiner nachfolgt, trennen wir das gleich wieder ab. Schon wieder so ein Frosch. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Tschüss. So, muss ich da unter dem Baum durch? Ja, sieht so aus. Einmal unten durchkriechen. Das Monster ist immer noch hinter uns her. Funktioniert. Aha. Die Macht. Ah, schaut mal da oben. Baumelt was. Die Macht der Natur. Ah, nee, Moment. Viel einfacher. So. Oh. Puh, das war nochmal knapp. Ich fürchte, das wird nicht ewig so weitergehen. Mhm.
Okay, apropos weitergehen. Ah, musste ich mir da so eine Art... Ah. Leiter bauen, wollte ich sagen. Aber ich musste das wahrscheinlich... Aha, hat funktioniert. Was ist denn das für eine Brücke? Das ist gar keine Brücke, das ist irgendein Kran oder so. Okay, die schlafen da unten. Aha. Ah, okay. Komm ich da jetzt nicht rauf? Ah, Moment, ich verstehe. Ich muss die jetzt hier in diese... in dieses Gefängnis locken. Max, jetzt bist du dran. Hallo Leute. Catch me if you can! Catch me if you can! Yeah! Have a nice party in there, boys! Langsam selbst weiter. 2-3 Vater Eiche. Wir müssen Vater Eiche besuchen. You are headed towards Father Oak. He is not easily climbed, but once you reach his top, your weapon will be even more powerful. Noch? Okay, noch mächtiger. Uff. So. We are here, Max. Ach, der Baum ist Vater Eichen. Ah, jetzt verstehe ich. Dachte, das ist ein Freund von mir. Wahrscheinlich ist das auch ein Freund von mir. Ist das auch ein Freund von mir? Nur weil es ein Baum ist, heißt ja nicht, dass es kein Freund sein kann. Und jetzt? Ja. Gar nicht schlecht. Are those? What are those? What are those? Vines? What are those? Okay. So. Aha. Ah, okay. So, das hat man ja, als wir die... ich nenne sie mal die alte Dame besucht haben in ihrer Oase, hat man solche Kombinationen ja schon. Hat er eigentlich losgelassen, Max? So. Nice. So. Okay. So. Oh, die fallen auch irgendwann wieder ab, die Dinger. Wahrscheinlich erst dann, wenn wir sie losgelassen haben. Sehr nice. Okay. Da müssen wir wohl runter. Aha. Gifted your weapon with new might. New might? Ah, okay.
Ich erinnere mich wieder. Wir können Lianen schwingen lassen, wenn wir sie diagonal heraufbeschwören. Schau mal, die da im Hintergrund. Alles klar. Oh, okay. You can attach a vine to a branch. Ah, okay, genau, richtig. Ah, nee, das war jetzt... Vines, branches and earth are companions. They can be connected. Das macht ja auch Sinn. Okay, verstanden. Wieder mal ist das Schwingen angesagt. Juhu! Jawohl. Alright. Ups, nee, nee. Mal etwas gerader. Ah. Aber die Lianen haben nur eine bestimmte Länge. Da muss man sehr... Jetzt aber... Okay, wo muss ich jetzt hin? Ah, nach links oder nach rechts? Nein, nach links. Jetzt habe ich... Wollte ich Schwung holen mit Max und habe ihn entschwingt. Ich nenne es mal so. Das ist jetzt von der Frequenz hier gar nicht so einfach. So jetzt aber. Was ist das? Ah, okay. So. Und nü? Ah. Ja. Ah. Oh, knapp. Okay. Ja, wenn du das sagst... Oh, schau mal, da sind ein Haufen Frösche. Wenn du das sagst, dass das okay ist, Max. Oh, no. No. Ich hatte es befürchtet. Mist. Das ist nicht so leicht. Jetzt aber. So. Okay. Oh, und die Rutschpartie geht weiter. Momentchen. Das sollte unsere Rutschung abbremsen. Okay. Okay. Ah, wir sind immer noch im Tutorial-Modus. Ah. Oh, Lianen, genau, können wir auch an so Erdsäulen festmachen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Now what? Now what? Ja, fast. Oh, halt. Hier ist noch was. Schaut mal. Das hatte ich erst nicht gesehen. Grün und Orange ist jetzt auch so, dass man es relativ leicht übersehen kann. Okay. Jetzt bekommt das Ganze richtig eine Gestalt. Jetzt so wird ein Schuh draus. Erde, Äste und Lianen. No, was ist das? Oh, der wird uns nicht entdeckt haben. Doch, Leute. Und das hat mal in der Original-Let's Play unglaublich gefühlt.
So. Hoffentlich tut er sich weh. Diese roten Pflanzen wird das sagen. Das wird mit uns beiden kein gutes Ende nehmen, Junge. Ah. Die Falle müssen wir auslösen, um ihn loszuwerden. Ja. Das ist hier irgendwie so. Ich erinnere mich dunkel. Ja, aber das reicht nicht. Auch nicht. Nee, ich glaube, das müsste man so machen irgendwie. Eine Art Rampe. Das geht? Ja. Ich glaube, das gefällt ihm nicht sehr gut, aber das kann man ja verstehen. Ja, das reicht für Max. Jawoll. Ich wusste doch, dass wir dem nicht ewig davonlaufen können. Grab der Riesen. Dass wir dem nicht ewig davonlaufen können. Irgendwann muss der uns ja mal einholen. Oder entdecken. Okay. Wieder so ein Froschi. Zwei Froschi! Das war knapp. Hey, Small Brain! Erbsenhirn. No! Der war mies. Oh. Der kommt erst, wenn ich rübergeschwungen bin. Knapp, aber ging. Yeah. Ja, Max, das sagst du so einfach. Ich hoffe, dass da kein Dritter kommt. Denen gefällt das nicht. Ihre Falle hat nicht funktioniert. Zumindest beim zweiten Mal nicht. Okay. Kann ich mich darüber hangeln? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Macht's gut, ihr Fieslinge. Ja. Wer ist das Grab der Riesen, oder wie hieß das? Mhm. Durch dieses Tor. What now? Ich will jetzt einfach mal alles... Okay. Auslösen. Was ich auslösen kann, was kann ich denn hier alles auslösen? Kann ich dich? Nee, ich kann dich nicht schieben. Ah, ich habe eine Idee. Angewandte Physik. Ah. Geht das? Ich glaube, das geht. Genau. Jetzt bin ich hier drüben. Und was kann ich jetzt machen? Aha. Shortest route takes you through the tomb of the five giants. My powers are weak deep down underground, Max. I cannot speak to you once you go there. I'm going underground? Alone? No, no way! I will be with you again on the other side. Okay, that's okay. I can do this.
Wir können das zusammen mit Max machen und zwar am Anfang vom nächsten Part von Let's Play. Let's Replay Max, The Curse of Brotherhood. Begeben wir uns in das Grab der fünf Riesen. Bis dann. Ciao.